بسم الله الرحمن الرحيم. Liebe Geschwister im Islam, liebe Nicht-Muslime, eines der großen Probleme, das wir Muslime heutzutage haben, wenn wir unsere Religion verteidigen wollen oder wenn wir Missverständnisse beseitigen wollen, ist, dass es dieses Konzept gibt oder dass mit zu der Propaganda gegen die Mus dass es mit zu der Propaganda gegen die Muslime gehört, den Muslimen vorzuwerfen, dass sie lügen würden. Das ist natürlich cool, ne, oder? Man muss sich das mal vorstellen. Also dann sagt man, es wird in den Raum geworfen, ja, der Muslim ist ein Terrorist beispielsweise. Dann sagt er, nee, nee, wir sind gegen Terrorismus, sondern der lügt. Der stimmt gar nicht, der lügt. Das ist eine Lüge. Das ist natürlich super, ne? Oder? Ein super System. Das heißt, mit dieser Waffe hat man eigentlich alles, hat man eigentlich jedem, dem Muslim, jede Möglichkeit ausgeräumt, sich selber zu verteidigen. Weil einfach alles, was er sagt, und das ist sowas von innen, es ist wirklich Wahnsinn. Es ist so, es ist wirklich modern, ja? Alles, was der Muslim sagt, wird erzählt, das ist eine Lüge, das ist Taqiyya. Das ist Taqiyya, gibt es im Islam Taqiyya. Das heißt, dass man lügen darf. Das Problem ist nur, dass die Leute, die diesen Schwachsinn propagieren, leider absolut keine Ahnung haben, was Taqiyya ist und dieses Konzept völlig falsch verstanden haben. Ja? Zu diesen Leuten gehört übrigens auch mal wieder Ralf Giordano. Und in dieser Sache kann ich nur sagen, man hat es immer mit vier Kategorien von Menschen zu tun. Einmal der Mensch, der weiß und der weiß, dass er weiß. Das ist ein Gelehrter, den man fragen kann. Dann der Mensch, der weiß, aber der weiß nicht, dass er weiß. Diesen Menschen müssen wir darauf aufmerksam machen, dass er weiß, dass er Wissen hat, damit die Menschen von seinem Wissen profitieren kann. Und dann haben wir es mit den Menschen zu tun, die nicht wissen, aber die wissen, dass sie nicht wissen. Also der weiß, dieser spezielle Mensch weiß, aber dieser spezielle Mensch weiß nicht, aber er weiß, dass er nicht weiß. Dann müssen wir ihm etwas beibringen. Und das ist schon mal ein gutes, das ist schon mal eine Art von Wissen, wenn man weiß, dass man nichts weiß. Da ist man schon mal gut dran. Weil dann kann man die Leute nicht mit seinem Unwissen verseuchen. Ja? Und dann gibt es die Leute, die nicht wissen, aber die wissen nicht, dass sie nicht wissen. Und die können natürlich schnell falsche Informationen bringen und sind dann noch ganz überzeugt von dem Schwachsinn, den sie erzählen. Ja? Das heißt, dieses Konzept von Taqiyya, was ist das überhaupt? Ja? Kann man seinen Glauben verleugnen? Stimmt, in Sure 9 steht beispielsweise ganz eindeutig, dass man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriya wa qalbu mutma'innun bil iman. Wer, nachdem er gläubig ist, den Glauben verleugnet, außer wenn er dazu gezwungen ist. Ja? Also, das heißt, hier wird gesagt, wenn man gezwungen wird, kann man den Glauben verleugnen. Aber hier sind zwei verschiedene Sachen. Und diesen feinen Unterschied haben die Leute nicht verstanden. Hier geht es erstmal darum, oder hier sind mehrere feine Unterschiede, hier geht es erstmal um Zwang. So, was ist Zwang im islamischen Sinne? Dieser Ikra, dieser Zwang ist, wenn beispielsweise jemand einem die Pistole an den Kopf hält und sagt, wenn du jetzt nicht sagst, wenn du jetzt nicht den Islam aufgibst, dann werden wir dich umbringen. Und er sagt, okay, ich bin kein Muslim, aber in seinem Herzen hat er den Islam. Beispielsweise. Ja. So. Oder man sagt, ja, wenn du jetzt den Islam nicht aufgibst, wir werden deine Frau vergewaltigen. Wir werden deine Ohren abschneiden, deine Hand abschneiden. Das ist Zwang. So, jetzt, wenn uns vorgeworfen wird, ja, beispielsweise, diese und jene Haltung im Islam, dieses und jenes Urteil, ja, das ist, ihr denkt so, ihr seid für Terroranschläge, beispielsweise. Ja. So. Oder Terroranschläge sind vom Islam, noch besser. Du sagst, er sagt, Terroranschläge sind vom Islam. Jetzt sagst du, nein, das hat mit Islam nichts zu tun. Erstens, du bist nicht gezwungen. Weil, der hat nicht zu dir gesagt, der hat nicht zu dir gesagt, hier, wenn du jetzt sagst, Terroranschläge sind nicht vom Islam, wenn du jetzt sagst, Terroranschläge sind nicht sind vom Islam, dann werden wir dich umbringen. Das heißt, liegt kein Zwang vor. Du würdest dich eventuell ins Abseits katapultieren, aber das ist kein Zwang. Punkt 1. Punkt 2 ist, es ist ein Unterschied,
ob ich über meinen eigenen Glauben rede oder ob ich über den Islam selber rede. Das heißt, wenn jemand sagt, ja, ich glaube nicht an den Islam, dann hat er über das gelogen, was in ihm ist. Das heißt, das ist Taqiyya. Er hat über das gelogen, was in ihm ist. Weil er wurde gezwungen. Anders geht's nicht. Nicht, wenn er einfach sagt, ach ja, ich habe Lust, die Arbeit zu bekommen. Wenn er zum Beispiel sagt, bei der Arbeit, er muss beispielsweise sagen, ich bin kein Muslim, dann wird er Kafir, wenn er den Job dafür kriegen will. Wenn er den Job kriegen will, indem er sagt, er ist kein Muslim, er begeht Unglaube dadurch. Ganz klar. Das heißt, in diesem Fall muss Zwang vorliegen. Was haben wir eben beschrieben, was Zwang ist, haben wir eben beschrieben. Jetzt lügt er über das, was in sich ist, aus Zwang. Er lügt über das, was in sich ist, aus Zwang. Aber hier ist ein Unterschied. Er lügt über den Islam, ja, und das darf er auch nicht mit Zwang. Er darf selbst mit Zwang nicht über den Islam lügen. Weil es ist ein Unterschied, ob er über seine eigene Lage lügt oder über den Islam lügt. Denn wenn er über den Islam lügt, dann stellt er den Islam falsch dar. Und das ist nicht erlaubt, weil er damit die Botschaft von Allah vertauscht. Aber das ist erstmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, also wenn, selbst wenn er gezwungen ist, darf er nicht über den Islam lügen. In diesem Fall, wo den Muslimen hier Taqiyya vorgeworfen wird, lügen sie über den Islam und ohne Zwang. Das heißt, hier sind zwei Faktoren vorhanden, wo es gar keine Taqiyya geben kann. Und das ist absoluter Quatsch. Und wenn man mal auf eine sunnitische Webseite gehen würde, wie zum Beispiel www.salaf.de, da steht beispielsweise, dass die Sunniten die Taqiyya bei den Schiiten kritisieren. Das heißt, wenn es bei den Sunniten diese Art von Taqiyya gibt, die beispielsweise Giordano und Co. ansprechen, wie kann es dann sein, wie kann es dann sein, beispielsweise, wie kann es dann sein, dass wir bei den Schiiten diese Art von Taqiyya kritisieren? Absoluter Quatsch. Das wäre total unlogisch. Das wäre ja so, als wenn ein Protestant sagen würde, ja, die Katholiken sind falsch, weil sie glauben an die Trinität und sie glauben selber an die Kat Trinität. Ist ein absoluter Fehler. Und das ist leider sehr schade, weil das natürlich der Hetzkampagne gegen die Muslime sehr hilft. Ja, deswegen würden wir den Leuten raten, die ohne Wissen reden, denen wir nicht vorwerfen wollen, dass sie gegen den Islam hetzen, dass sie diese Aussagen mal zurücknehmen und überdenken und keinen Unsinn erzählen. Denn das ist etwas, was unheimlich Misstrauen schürt gegen die Muslime und es ist wieder eine falsche Tatsache. Es ist also eine unsachliche Aussage, eine verunglimpfende Aussage zum Zweck Hass gegen eine bestimmte Person oder Gruppe hervorzurufen, Ängste vor ihnen zu schüren, sie zu diffamieren, zu dämonisieren. Und das ist, wie gesagt, die Methode, die heutzutage sehr stark angewandt wird, um die Muslime schlecht darzustellen. Und damit wird ihnen jede Möglichkeit genommen, sich zu verteidigen. Ja, ich hoffe, dass das verstanden ist, dieser Unterschied zwischen der Taqiyya, was im Koran erlaubt ist, und zwischen dem Schwachsinn, der leider von einigen Leuten, die als Intellektuelle betrachtet werden, die natürlich auch manchmal daneben liegen können, wollen wir hoffen, dass die auch mal ihre Meinung zurücknehmen und aufhören mit diesen falschen Aussagen. Denn das, was sie erzählen, ist wirklich sehr gefährlich. Denn wir leben in einer Zeit, wo man den Eindruck hat, dass es langsam anfängt zu eskalieren. Ich sage dieses Wort und bitte Allah um Vergebung für mich und für die Sünden aller anderen Menschen. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.